So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Wir haben letztes Mal hier aufgehört. Machen auch hier gleich wieder weiter. Hier rennen noch einige Orks rum. Da zum Beispiel nicht. Scheinbar, hoffentlich. Da läuft aber noch einer, zwei sogar. Ja, dann holen wir uns doch die mal. Sehr schön, einer weniger. Und auch hier wieder einer weniger. Oh, du Idiot! Wie kann man nur so blöd sein? Ich so, schlag zu, er so. Du Scheiße, ey. Wenn du da einmal das Timing verkackst, bist du gleich wieder halb tot, ey. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen heilen, ja. Mana werden wir dafür jetzt mal nicht verwenden, weil ich nicht weiß, wie viel Licht wir hier drin noch brauchen, wie groß die Höhle noch ist. Bisher sieht es ja nicht schlecht aus, ja. Jetzt essen wir uns mal voll. Also diesmal haben wir ziemlich ordentlich weggehauen, ja. Kruschwakur. Normalerweise darf der uns niemals ein Problem werden. Kruschwarok. Sind das unterschiedlich starke? Hier geht's noch weit. Ne, hier geht's nicht mehr weiter. Da ist nichts mehr. Auch da ist nichts mehr. Ihr seht schon, das ist ganz praktisch, wenn man. Ja, da oben geht's noch. Wie komme ich da hoch? Orkspeer. Können wir da hochklettern? Können wir sogar. Ich würde gerne mein Licht behalten. Vielen Dank. Sklavenbrot, irgendwelche Pilze. Immer mitnehmen. Hier lag doch auch noch was, oder? Nee. Ja, der andere, der wird da erstmal unten hängen bleiben. Das wäre ganz praktisch. Wo sind wir hier? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich komme erstmal wieder runter zu meinem Kumpel. Dann erforschen wir Stollen Nummer 3. Wo ist er hin? Könntest du bitte einfach gehen? Der Typ, ja. Nichts kann der. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der hin? Wo ist der? Hallo? Wo ist der hin? Haben wir den jetzt verloren? Haben wir die Quest verloren? Ist die jetzt abgebrochen? Da ist er. Ja, du. Das scheint hier kein. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Okay. Wenn es eine geben muss, dann müssen wir die auch finden. Gut, das hatten wir auch. Dann gibt es jetzt nur noch den dritten als Option. Dann wollen wir mal. Oh weia, hier geht's tief runter. Oh weia. Da sieht man auch schon wieder den ersten unserer Freunde. Komm her. Hälfte 2? Nö. Ja, wenn ich wüsste, wie ich den da hochkriege, dann würde ich den doch mitnehmen, ja. Aber irgendwie ist da nichts, hä? Ja, du. Bist du eigentlich dumm? Ich glaube, wir haben es geschafft oder so. Hä? Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Du willst nicht ernsthaft, dass wir da reinspringen, oder? Könntest du den letzten bitte auch mitnehmen? Ich meine den da. Ja, danke.
Oh Junge, die Steuerung ist echt ein bisschen schwerfällig, muss ich mal sagen, ja. Bist du noch da oder bist du schon wieder... Hallo? Kommst du jetzt mit oder... Welche Nischen sollen denn hier jetzt... Sag mir nicht, ich muss hier jetzt ein Rätsel lösen, ne? Kein Hinweis. Kein Hinweis. Nö. Okay, wie kriegt man das auf? Alter. Muss doch irgendwas sein. Also der wartet auf jeden Fall auf uns. Kann es sein, dass wir jetzt tatsächlich... Wir kommen hier wieder zurück, gell? Kann es sein, dass wir jetzt tatsächlich da auf der anderen Seite durch das Loch fallen müssen? Ist das eine gute Idee oder eher eine total beschissene, dumme? Keine Ahnung, auf jeden Fall der andere Depp, der rennt uns nimmer hinterher. Das ist... Ich meine, wir kommen ja voll in die Nähe von dem Teil. Ja, hier geht's so halb hoch runter... Wenn wir da jetzt reinspringen, dann sind wir sicherlich auf der anderen Seite. Aber sollen wir das? Dürfen wir das? Ist das eine gute Idee? Wir speichern das jetzt mal unter der 3. Und dann versuchen wir es halt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich weiß nur eins, da drin sind gleich mal wieder richtig viele Orks. Vor allem, wie muss man da springen, dass wir nicht voll auf die Fresse fliegen? Das war eine schlechte Idee. Ach, jetzt hör mir doch auf. Der Zauber geht verloren? Och, nee. Ey, dieser Zauber hält echt überhaupt nichts. Also, da können wir nicht rein. Ja, wo müssen wir dann hin? Ich meine, der wartet ja da hinten, also wird hier nichts sein, aber... Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung. Da unten geht es nicht weiter. Vielleicht helfen uns irgendwelche Nischen. Hier ist nur kärgliche Beleuchtung. Ja, wenn da nichts war, ne... Muss doch hier hinten ein Schalter sein oder so. Nein. Das erzählt mir doch nichts, ey. Ah ja, von dem haben wir das Schwert noch nicht genommen, sonst wäre er nicht mehr da. Ich glaub dir das keine Sekunde, dass du unwichtig bist. Hey, keine Ahnung. Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Okay, dich kann man von deinem Vorhaben nicht abbringen. Es geht hier rein. Ach! Ach, hör mir doch auf. Das ist nicht dein Ernst, oder? War's das? Alles fertig? Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Sprungenhalle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Ja, das ist schlecht. Doch, Baluka kann ich übersetzen. Wir werden weiter suchen. Was sollen wir denn jetzt noch suchen, bitte?
Was soll hier bitte sein? Was wollen wir denn jetzt noch? Willst du mich verarschen? Hä? Müssen wir dich nochmal drücken? Jetzt hat es doch links geknittert, oder? Da ist nicht offen. Ich kann sie nicht übersetzen. Das kann der bei der Hälfte nicht erkennen, oder was? Wie dumm ist der eigentlich? Greif vielleicht noch irgendwo irgendwas zu. Ja, das ist hier ist Mauer. Der liegt immer noch da und ich weiß nicht warum. Hä? Hä? Wo ist denn jetzt unser Freund schon wieder? Da bist du. Ja, hallo? Was machen wir jetzt? Wir werden weitersuchen. Ja, du bist ja lustig. Läuft er ihm hinterher oder bleibt er jetzt wieder stehen? Scheinbar läuft er mir hinterher. Manchmal. Gehst du mit? Ja, braver Junge. Ja, wo müssen wir denn jetzt sonst noch hin? Oh, bevor ich es vergesse, wir drücken mal lieber den Knopf. Wenn wir denn mit Fallen fertig sind, weil wir so dumm sind. Wir drücken den nochmal, dass das offen ist, weil vielleicht tut der Schalter ja noch andere Gänge öffnen. Das weiß man ja gar nicht. Sehr gut. Komm, Luca, Schatzchen. Wo ist er? Der Kerl ist so dumm. Der Kerl ist so dumm wie ich. Komm, wir gehen weiter. Komm her. Ja, braver Junge. Vielleicht hat sich ja hier auch noch was geöffnet. Ist er noch da? Ja, gerade noch so. Moment. Ach nee, das war nur eine Fackel. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Sehr gut. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Tja, was macht man jetzt? Der wohl nur über kurze Distanz wirkt. Ja, das bringt mir nichts. Was machen wir jetzt? Soll ich das jetzt berichten? Gehen wir jetzt oder nur über einen kurzen Ort? Ist das jetzt dann da hier, der Gang? Scheinbar müssen wir das hier drin lösen. Bist du noch da? Ja, braver Junge. Bringt er uns da runter? Sieht doch nach einem Teleport-Zauberort aus. Findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen? Tipp. Teleportzauber. Tipp. Ende. Alter. Hör mir doch auf. Was ist denn das für eine Genialität? Guck mal. Hinweis genug. Verarscht mich doch, oder? Der will mich doch... Was will er denn jetzt von mir? Hä? Da sind doch alle Hinweise sind doch da. Was will der von mir, Alter? Irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, da unten geht's runter. Alles klar?
Der bringt uns, dieser Teleport-Zauber bringt uns sicherlich eine Ebene tiefer in den Gang rein. Ich check's nicht. Vielleicht hier? Nee. Müssen wir da jetzt endlich hoch? Ich habe keine Ahnung. So, mach die mal hoch. Schau mal, was hier oben rumrennt. Nein. Was ist hier? Jetzt habe ich Angst. Okay, hier ist irgendein Stein. Was er bringt, weiß ich nicht, aber er ist da. Möglicherweise müssen wir auch den verwenden. Alter, alles gruselig. Hier geht's nicht weiter. Hier kommen wir wieder zurück. Also, falls wir uns irgendwann bewegen können. Das sieht mir nach einem komplizierten Rätsel aus. Nach einem sehr, sehr komplizierten Rätsel. Da können wir nicht durch, das ist zugemauert scheinbar. Ja, dann gehen wir doch mal zurück und gucken, ob der Baal jetzt glücklich ist, dass wir hier sind und ob wir hier alles richtig gemacht haben. Boah, das ist echt kompliziert. Das würde ich auf jeden Fall als Hinweis betiteln, ja. Aber wir haben keinen Tagebucheintrag gekriegt. Hier ist doch nichts. Was soll denn da der Hinweis sein, der uns weiterhilft? Da unten oder was? Aber da sterben wir doch, wenn wir runterfallen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nötig, ja. Viel zu tief runter, das überleben wir nicht. Wenn wir jetzt unseren Feuerzauber verwenden. Den Feuerzauber. Können wir das Teil nicht anvisieren? Den können wir anvisieren, den wollen wir aber nicht anvisieren. Ich habe echt keine Ahnung, wie es hier jetzt weitergeht. Ich dachte vielleicht in der anderen Höhle. Ich meine, da geht es ja runter, aber... Da können wir hochklettern. Okay. Verbrennen wir dann nicht? Hier dürfen wir nicht hoch, weil es uns dann die Füße abhackt und abbrennt. Was soll denn da der Hinweis sein, den wir suchen? Ich habe echt keine Ahnung. Ich meine, das Teil, das brennt nicht. Ja, das sehe ich selber, aber wie kriegen wir das zum Brennen? Wow, ist ja auch cool. Ich hätte aber gerne lieber das da. Vielleicht in der Vorhalle? Ich meine, es sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Das Ding brennt nicht. Vermutlich geht es weiter, wenn wir es brennen lassen. Der Baal, der hängt uns nicht mehr an
Schlawittig, ja. Was als Hinweis darauf gesehen werden kann, dass wir da irgendwo weiter müssen. Aber wo genau und wieso genau und was genau? Hier vielleicht noch irgendwas? Nee, ne? Hier hängen ein paar Choto-Ax rum, aber sonst... Da oben war doch auch was mit Gitter zu, oder ist das jetzt offen? Nee. Einfach hoch. Einfach hoch. Einfach hoch. Gut gemacht. Sklavenbrot. Mumien. Alter, ist ja ekelhaft. Hoffentlich werden die nicht zum Leben erweckt. Das wäre ein bisschen gruselig. Hier geht's nicht mehr weiter, oder? Nee. Den nehmen wir auch mit. Jetzt wird es so langsam echt kompliziert mit dem Rätsel. Wahrscheinlich ist es total einfach. Steht denn da irgendwas? Nee, ne? Der wohl konnte. Ja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen... dass ich mich sehr freuen würde, den haben wir noch nicht ausgeraubt, wenn man sich wieder sieht in der nächsten Folge. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr meine Folgen denn liked und mir einen Kommentar da lasst, einen hübschen. Ja, ebenso würde es mich freuen, wenn, bin ich hier richtig? Ja, wenn ihr mich abonniert, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Bis dahin, Servus!